Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich, wie man sieht, ein Full-Face-Schminki für dich, denn ich bin noch ganz nackig im Gesicht. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Alle Produkte, die ich hier zeige, bekommt man auch auf der Purish Homepage. Da habe ich auch einen Code, da bekommst du 15% Rabatt und zwar Claudis Welt 15. Genau, da kannst du gerne den Code verwenden, da bekomme ich tatsächlich auch eine kleine Provision, wenn du den anwendest, aber du sparst ja auch automatisch. Also von daher finde ich das ganz cool. Genau, ich habe hier wirklich ein bunt gemischtes Fullface vor mir stehen. Etwas, was ich als Herzstück bezeichnen möchte, ist zum einen die Dominique Cosmetics Multi-Use Eye and Face Palette. Das ist die Transition, die ist ziemlich spektakulär, habe ich schon bei Maxim gesehen. Da kannst du dir quasi Blush, Bronzer, Lidschattenpalette, alles in einer Palette zusammenpacken. Also ist da quasi drin. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie das bei mir funktioniert. Und selbstverständlich die neue Nabla Vicious Mascara. So, wir krempeln die Arme hoch und beginnen mit einem Primer. Und da habe ich etwas von Love. Das habe ich damals auch für mein Fullface Love von Purish zugeschickt bekommen. Perfectitude 3-in-1 Prime and Fix Spray Make-up Base Setting and Refreshing. Das heißt, dieses Spray wird uns heute ein paar Mal öfter über den Weg laufen. Und das benutze ich zuallererst, um meine... Also ich habe ja ganz normal meine Tagespflege drauf, ne? Also ich habe von Beauty Mates meine Produkte verwendet, dann habe ich von Dalton den Lichtschutzfaktor drauf gemacht und das Ganze ist schon seit ungefähr, ja, 2 Stunden auf meinem Gesicht und jetzt gebe ich mir noch eine ordentliche Portion von dem Spray drüber. Ich habe übrigens hier auch ein Getränk natürlich von Waterdrop. Auch da Claudi 5, ne? Ab 25 Euro bekommst du 5 Euro Rabatt. Da habe ich mir jetzt den Waterdrop Clear reingemacht, weil Leute, diese Unreinheiten müssen verschwinden. Ich habe keine Ahnung, wo die herkommen. Wahrscheinlich ist es wirklich diese Maskengeschichte, aber ich helfe von innen nach. Und mein Ziel ist es auch, diese Flasche in diesem Fullface zu leeren. Das ist sehr kräuterig. Okay, etwas, was ich gesehen habe, was, glaube ich, neu dort ist, finde ich ganz witzig, ist How Cosmetics auch bei Purish ist. War das ein Satz? Ich weiß es nicht. Ich habe hier den Indigo Child Pearl Shine Elixier. Das ist quasi ein Primer. Bekommst du aber mittlerweile auch bei Purish. Finde ich richtig geil. Habe ich damals, oh, das Ding ist schon recht alt, ne? Auch von How Cosmetics zugeschickt bekommen. Und ich finde den super. Der gibt meinem Gesicht jetzt wirklich nochmal Strahlkraft und Glow und wirklich Pflege, weil da sind ganz, ganz tolle Inhaltsstoffe drin. Und das saugt mein Gesicht jetzt auf wie ein Schwamm, ich sag euch das. Wusstet ihr, dass der Gründer von How Cosmetics, der Leander, bei der Bachelorette quasi die Bachelorette gewonnen hat? In Anführungszeichen, kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Ein bisschen Trash-TV darf hier nicht fehlen. Finde ich sehr witzig und ich muss da jetzt immer dran denken. So, ich habe jetzt eine richtig schöne glowy sticky Base. Also mein Gesicht ist perfekt vorbereitet für Make-up. Und da kommen wir heute jetzt auch mal zu, ne? Da kommen wir generell in einem Schminki zu. Okay, guten Morgen, Claudi. Physicians Formula, auch die gibt es mittlerweile bei Purish zu kaufen. Organic Wear Silk Foundation und da sind 30 ml enthalten. Ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt schon mal ausprobiert habe. Ja, habe ich. Ich habe mir hier ein Klebi drauf gemacht. Habe ich mir, glaube ich, mal bei Rossmann gekauft, aber die gibt es, wie gesagt, auch bei Purish. Und ich habe wohl die Farbe 02 Fair to Light, genau. Ich bin sehr gespannt. Ich kann mich nämlich nicht dran erinnern, wie die war. Und dann nehme ich mir jetzt hier so eine Mischplatte. Die war in der My Little Box drin. Weil ich einfach nicht mehr mag, mir das auf den Handrücken zu geben. Ich weiß auch nicht. Es ist sehr, sehr flüssig. Also es kommt raus wie ein Serum. Wenn nicht sogar noch flüssiger. Und hier habe ich jetzt meine Pinsel von Real Techniques stehen. Die gibt es aber nicht bei Purish. Dann nehme ich mir hier den RT200. Arbeite es erst so ein bisschen in den Pinsel ein und gebe das dann auf mein Gesicht. Und dann nehme ich mir den angefeuchteten Beauty Blender, das ist der originale, und arbeite das nochmal in mein Gesicht etwas intensiver ein. Heute habe ich auch ehrlich gesagt ein bisschen Bock auf eine etwas leichtere Deckkraft, weil die Sonne scheint. Also ich kann jetzt so im Pulli und in Leggings ganz normal nach draußen gehen, ohne dass mir kalt ist. Ich muss keine Jacke tragen, was ziemlich witzig ist, denn vor einer Woche noch hatten wir hier 40 cm Schnee und man ist rumgelaufen wie, keine Ahnung, wie der Inuit, der sich gerade ein Iglu bauen will. Das ist echt Wahnsinn. Und ja, okay, ne? Merkwürdige Welt hier.
in der Mitte von Deutschland, mehr oder weniger. Ja, genau. Also sehr, 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 sehr leicht in nur einer Pumpschicht, wie auch immer. Aber genau so möchte ich es gerade halt haben. Und ich habe tatsächlich auch gleich noch ein Puder, was die ganze Geschichte noch ein bisschen deckender machen wird. Also von daher will ich gar nicht so ultra viel schichten. Das sieht alles sehr, sehr glowy und sehr, sehr gesund aus in meinem Gesicht. Das gefällt mir. Ich mag die Produkte von Physicians Formula per se sowieso sehr, sehr gerne. Habe das auch schon mehrfach ausprobiert, mir Produkte davon geholt. Full Faces hier geschminkt, diese Surprise Boxen bei Rossmann bestellt und so. Finde ich immer sehr interessant, muss ich ehrlich sagen. Und ja, die meisten Produkte mag ich echt gerne davon. Lidschattenpaletten ist nicht so ganz meine Welt von denen. Kommen wir zu einem etwas weniger dezenten Produkt, und zwar von Nabla. Den Close-Up Concealer habe ich in der Farbe Light Ivory. So, hat ein Oschi-Füßchen und den gebe ich mir nur dezent auf und ich arbeite den direkt ein, weil der zieht halt echt sofort an. Deswegen schnell sein. Wenn mir dann so eine leichte Concealer-Geschichte über die Augen, um die Augen und die Mr. Fried-Familie am Kinn gegeben haben, sieht alles wieder ein bisschen fresher aus, alles ein bisschen angeglichener. Aber ich verwende von diesem Concealer nur super, super wenig. Also das ist halt genauso wie bei dem Tarte Shape Tape. Weniger ist mehr tatsächlich. Dann kommen wir zu der letzten cremigen Textur. Oh, ich habe nach hinten gegriffen, ich muss trinken. Zu der letzten cremigen Textur. Und zwar ist es von Love der Eye Primer. Das ist einfach eine Lidschattengrundierung. Genau, und den verwende ich einfach jetzt auf meinen Augenlidern, damit nachher halt der Lidschattenlook besser hält. Kommt in so einer Quetschtube raus und ist relativ fest. Wenn man das so sieht, da sieht man ein kleines Würstchen. Das ist ein sehr festes Würstchen, genau. Jetzt habe ich alle cremigen und flüssigen Texturen aufgetragen und verwende jetzt ein Spray nochmal. So verbindet sich halt alles nochmal ein bisschen schöner miteinander und ist vor allem halt auch langanhaltender, ne? Das ist auch immer so eine ganz wichtige Kiste für mich. Ja, jetzt kommen wir zu den Pudersachen und da habe ich zuallererst die Physicians Formula Super BB Powder Geschichte. Also das ist ein Puder, ne? Und da ich nicht möchte, dass diese recht dunkle Farbe, die ich tatsächlich auch sehr gerne verwende, also dieses Produkt verwende ich super gerne, da mein Gesicht nicht so eingefärbt werden soll, gehe ich da sehr, sehr, sehr vorsichtig rein. Ich nehme mir da einfach einen großen Fluffel von Real Techniques, das ist der Powder Brush, ja. Tippe vorsichtig rein und gehe ganz, 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 ganz sanft über mein Gesicht. Das gebe ich mir übrigens nicht unter die Augen, weil das da zu dunkel wird. So macht es auf jeden Fall für mich einen sehr, sehr, sehr schönen Eindruck. Ich gebe mir jetzt noch einen weiteren Hauch Puder drüber, weil ich einfach gerne heute so ein bisschen diesen extrem glowy Look haben möchte. Und was könnte da besser helfen als das Aura Perfectitude Aura Glow Powder? Habe ich Love oder Aura gesagt? Ich weiß es nicht. Also Marke Love, Aura Glow Powder, Produktname. Das kann man, wenn man das ganz, 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 ne, gezielt mit einem festen Pinsel aufgibt, als Highlighter verwenden. Oder wenn man hier so einen Fluffelpinsel nimmt und wirklich nur so reinfluffelt, kann man das im ganzen Gesicht verteilen und für einen sehr schönen glowy Look sorgen. Genau vor meinem Fenster ist mein Nachbar gerade am Auto waschen. Falls ihr also einen Hochdruckreiniger im Hintergrund hören solltet, sorry. Jetzt möchte ich mit der Transition Palette weitermachen. Genau, und die finde ich sehr interessant, denn ja, wie gesagt, hiermit kannst du dir wirklich, du hast hier Puder mit drin für unter den Augen, was wir gleich verwenden werden. Wow, das nenne ich mal Creasing vom Eyeshadow Primer. Du hast hier Produkte drin, mit denen du dir Augenbrauen machen kannst. Du hast hier Produkte drin, mit denen du dir Blush, Bronzer und ja, halt einen Lidschattenlook machen kannst. Und das ist sehr, sehr spektakulär. Matte Paletten und ich, wir sind nicht die größten Freunde, aber hier bin ich echt mal gespannt, was das Produkt raushauen wird. Ich entferne zuallererst mal so die Folie hier vom Spiegel. Keep Life Simple steht hier im Spiegel drin. Das finde ich schon mal ein sehr schönes Motto, eine sehr schöne Aufforderung. Zuallererst nehme ich mir einen Setting Brush, das ist hier von Real Techniques, dieser hier, und gehe in die Farbe Frothy oder Frothy rein. Das ist so ein Bananenpuder. Und damit setze ich, oh, vorsichtig reingehen, Claudia. Nicht vergessen, es sind in der Theorie Lidschatten, ne? Oder mache ich da eine Mischung aus Frothy und Natural? Ja, ich glaube schon, ne?
Besser ist das. Weil sonst wird es mir persönlich zu gelb. Damit setze ich jetzt unter meinen Augen. Das funktioniert, Leute. Das ist ja ziemlich cool. Ein bisschen zu dunkel für mich, aber es liegt halt auch daran, dass aktuell meine Augenpartie unten drunter und oben auf dem Augenlid selber extrem trocken ist. Und da habe ich echt ein Problem mit, ne? Deswegen, wenn sich das ein bisschen absetzt, ist es okay. Das machen aktuell eh alle Produkte bei mir. Habe ich heute auch auf Instagram geteilt. Ich habe da so ein kleines Problem mit meiner Haut aktuell. Seitdem ich die Avant Augencreme verwendet habe, Leute, weiß ich nicht mehr, wo vorne und hinten ist. So, auch auf dem Augenlid kann ich jetzt schon mal setten, wo ich schon mal dabei bin. Gefällt mir auf jeden Fall. Und jetzt kommen wir zu dem Bronzer. Ja, das ist echt spektakulär. Da könnte ich jetzt theoretisch einfach hier die Farbe Toffee nehmen. Ich nehme mir erstmal hier so ein, das ist eigentlich der Blush Brush von Real Techniques, aber damit gehe ich damit einfach mal rein. Muss ich mal gucken, wie pigmentiert das Ganze ist. Okay, ja. Das gefällt mir. Toffee ist nämlich so ein Braun, was aber auch irgendwie so einen leicht gräulichen Einstich mit drin hat. Damit kann man definitiv... Also das ist ja mal echt eine geile Idee, oder? Dass man sagt, komm, wir machen eine Palette nur mit matten Tönen und da kannst du... Also wir machen die Fännchen dann auch ein bisschen größer als normale Lidschattenfännchen, damit man da halbwegs mit Pinseln reinkommt. Und damit kannst du dir dann auch wirklich dein ganzes Gesicht schminken. Das ist eine schöne Alltagspalette. Ich muss gestehen, dass ich die Fännchen natürlich lieber ein bisschen größer habe, weil ich bin so ein Mensch, ich, Entschuldigung, meine Nase juckt. Ich swirle halt super gerne in Paletten drin rum, ne? Also, und dann, ne? Aber ja, so wird man halt auch ein bisschen darauf trainiert, dass man nicht zu viel Produkt verwendet, was auch wichtig ist. Weniger Verschwendung und so. Oh, das mag ich. Ihr seht jetzt auch gerade, kommt die Sonne da vorne durch. Hm. Also das ist jetzt nicht super intensiv, aber ich glaube, das will ich heute auch gar nicht. Nö, das mag ich. Jetzt gebe ich mir noch ein bisschen was von dem Toffee auch hier an die Linie, einfach um so einen Schatten zu erzeugen. Verblende das auch ganz, ganz leicht. Dann nach unten. Na komm, so ein bisschen bronzy Look gebe ich mir noch hier mit der Farbe Caramel. Die Sonne. Hm. Und den setze ich mir quasi oberhalb vom Kontur, von der Kontur so ein bisschen hin. Ich habe euch jetzt mal ein bisschen näher geholt, denn ja, dieser Streifen ist jetzt da und ne, aber ich finde so, ich möchte die Sonne nicht ausschließen. Ich mag die Sonne gerade. Ich habe hier den Blush Brush schon, den man übrigens auch super nehmen kann, wenn einem die Nase juckt. Und hier haben wir auch ein paar Töne. Soft and Sweet, Blushing und Chai. Ah, und wenn man ganz hart drauf ist, auch noch Cinnamon, also quasi in der zweiten Reihe. Töne, die man als Blush verwenden kann. Ich werde jetzt die Farbe Blushing verwenden. Das ist dieser zweite Ton. Wieder mit dem Blushpinsel. Den klopfe ich aber wirklich intensiv ab. Da kann man sich wirklich seinen eigenen Blushton tatsächlich selber mischen, wenn man möchte. Den gebe ich mir hier hin. Ich glaube, der ist für mich ein bisschen zu dunkel. Oh, das mit dem Licht ist jetzt, glaube ich, gerade ganz blöd. Hm? Ja, Jimmy guckt mich auch schon so an. Ich glaube, ich mache mal eben Jalousien runter. Nur ein kleines bisschen. Ja, aber ja. Ja, das hier wäre auf jeden Fall so. Aber ich glaube, ich mache mir da drüber noch den Soft and Sweet, diesen sehr, sehr rosanen. Ich glaube, das ist mehr was für mich. Und verblende das dann auch so ein bisschen miteinander. Ja, das ist besser. Ne? Doch. Auch sehr natürlich und sehr zurückhaltend, aber schön, finde ich. Okay, ich gebe mal auf die andere Seite direkt einen Mix aus den beiden Tönen auf. Da muss man echt aufpassen, dass man das nicht zu intensiv macht, weil man darf halt nicht vergessen, das ist eine Lidschattenpalette. Eigentlich, oder eine Eyes-and-Face-Palette, ne? Das heißt, da kann man auch echt ein bisschen übertreiben. Aber das sieht schon gut aus. Ne? Auch jetzt mit dieser gesunden Base, die ich da drunter habe, mag ich das echt gerne. Ja, auf dem Bäckchen mache ich dann auch noch mal ein bisschen so Verblenderei. Ne? Über die Nase gehen. Jo. Boah, diese Base. Bam. Das gefällt mir gerade richtig, richtig gut auch. Ja. Cool. Ein Highlighter bräuchte ich theoretisch nicht, hätte ich hier auch so ja gar nicht drin. Aber
ich habe Bock drauf. Ne? Und deswegen habe ich hier von Ofra den Rodeo Drive Mini Highlighter. Ist der Klassiker und der ist einfach wundervoll. Da mache ich mir den Setting-Pinsel von eben einfach am Handtuch vor mir sauber. Weil der ist ja so ein bisschen wie ein Highlighter-Pinsel, ne? Gehe ich da vorsichtig einmal durch und setze ihn mir hier so hin. Man könnte, oder man hätte jetzt natürlich auch das Aura Glow Powder hier nochmal aufbauen können, hätte man aber eher einen kühlen Glow gehabt. Und der Ofra Rodeo Drive ist halt mehr so ein nasser Highlighter und ich finde, der wird jetzt auch nachher zum warmen Look sehr gut passen. Augenbrauen kann ich jetzt auch direkt machen, denn die Palette habe ich ja hier in der Hand. Da kann man theoretisch ja auch alle möglichen Töne nehmen, die man hier so zur Verfügung hat. Ich denke, ich werde wieder tatsächlich versuchen, mit dem Toffee zu arbeiten. Vielleicht nachher mit dem Ash so ein bisschen was Aschigeres kreieren und auch mit dem Mocha so ein bisschen arbeiten. Das muss ich mal gucken, wie ich das jetzt bastel. Also, ich gehe jetzt mit so einem Eyeliner, Augenbrauenpinsel, wie auch immer, in das Mocha. Dürfte ein bisschen warm sein, ne? Jetzt mit einer Mischung von dem Ash und dem Mocha. Ja, das ist ein bisschen dunkel. Hey, wenn ich das jetzt so mit meinen Augenbrauen verbinde, geht das klar. Das ging jetzt auch gerade super schnell. Da muss man wahrscheinlich einfach noch ein bisschen so rumexperimentieren, welche Konstellation da für einen am besten ist. Weil wenn ich jetzt nochmal mit Toffee durchgehe, könnte es sein, dass es dann vielleicht ein bisschen zu warm oder zu hell wird. Naja, ausgebürstet geht das so oder so klar, ne? Ist okay, mag ich. Ja, nicht so wirklich definiert, das ist halt so ein bisschen wilder das Ganze, aber ist auch mal ganz nice. Und für den Alltag ist es super schnell, weil das ging jetzt in unter einer Minute für mich. Cool. So, fixieren möchte ich mir die trotzdem. Ich habe jetzt keinen Augenbrauen-Gel aus dem Purish Online Shop, da nehme ich meinen Klassiker 24 Hours Brow Setter. Benutze ich jeden Tag. Dann würde ich sagen, starten wir jetzt mal mit dem Augenlook. Ich habe dafür den Real Techniques Expert Concealer Brush eigentlich und nehme jetzt hier nochmal die Farbe Natural, einfach um mein Lid nochmal zu setten. Und damit soll man ja auch einen schnellen und einfachen Alltagslook machen. Deswegen versuche ich jetzt auch mit euch einen schnellen und einfachen Alltagslook zu machen. Die Farbe Toffee kannten wir ja von eben schon. Die gebe ich mir einfach in die Lidfalte. So ein typischer Homeoffice-Gedönsen, schneller Look am Morgen. Vertreibt Kummer und Sorgen. Ich nehme jetzt so ein bisschen etwas fester gebundeneren Blendepinsel aus diesem Sparkling BH Cosmetics Pinsel Set und gehe in die Farbe Mocha rein. Das ist hier unten, den habe ich ja eben auch schon für meine Augenbrauen verwendet. Und den setze ich mir auch nochmal an meinen Knochen dran zur Lidfaltenvertiefung. Sammy hat übrigens seinen Napf hier stehen und deswegen hört man ihn gerade futtern. Warum hat Sammy seinen Napf hier stehen? Weil sein Napf ihn verfolgt. Sammy frisst in letzter Zeit nämlich nicht so ultra gerne, wenn wir nicht in der Nähe sind. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Aber gut, er frisst gerne, wenn ich die Spülmaschine ausräume. Aber ich habe jetzt gerade keine Lust, die Spülmaschine auszuräumen. Deswegen habe ich ihm den Napf hier hingestellt. Den Ton gebe ich mir auch einfach an den unteren Wimpernkranz mit dem Pinsel. Dann gebe ich mir auch wieder mit diesem Pinsel die Farbe Soft and Sweet auf, die ich eben für meinen Blush auch verwendet habe. Die kommt auf mein bewegliches Lid. Jo, das wäre jetzt eigentlich so ein typischer Homeoffice-Look, aber den möchte ich jetzt natürlich noch ein bisschen aufpeppen. Ich habe ja eben schon den Highlighter hier gehabt, den nehme ich jetzt einfach für mein bewegliches Lid einfach drüber. Sieht das alles nochmal ein bisschen fresher aus. Ich mag das einfach gerne, einfach Bronzer in die Lidfalte, Highlighter aufs bewegliche Lid läuft. Gesundheit, Sammy. So, der kommt auch in meinen Innenwinkel. Ja, gibt Strahlkraft. Unter meinen Augenbrauenbogen. Um die Augenbraue optisch etwas anzuheben. Also
Also, ne, das ist halt super einfach, jetzt mit der Palette so ein bisschen alltagstaugliche Looks zu schminken. Deswegen, das feiere ich gerade wirklich. Und jetzt habe ich ja noch dieses Schwarz hier drin. Das heißt Smoky. Das ist das hier. Und dann nehme ich dann den Pinsel, den ich eben für meine Augenbrauen verwendet habe, mache den ein bisschen an meinem Handtuch sauber und ziehe mir damit einfach einen Eyeliner. Das ist ganz schön derbe pigmentiert, Leute. Das ist jetzt nicht hundertprozentig sauber geworden, aber vollkommen in Ordnung, ne? Also, die Seite gefällt mir richtig gut. Hier habe ich ein bisschen irgendwie das nicht so gut hingekriegt. Ich weiß auch nicht, was da bei diesem Wing los ist. Aber du, ganz ehrlich, für einen schnellen Look ist das easy, ne? Coole Palette. Ich hätte nicht gedacht, dass ich bei einer matten Palette sage, Empfehlung. Aber für Full Face, wenn man das aus dem Aspekt sieht, macht das schon Sinn. Das ist schon cool. Ich habe noch einen Stift für meine... Ach, ich habe eigentlich noch einen Eyeliner hier liegen. Den habe ich ganz vergessen. Vielleicht mache ich den gleich noch drüber. Mal gucken. Auf jeden Fall habe ich hier von Nabla noch den Magic Pencil in der Farbe Nude. Das ist einfach ein Kajal, den man auf der Wasserlinie verwendet, um eben den Augen mehr Strahlkraft zu verleihen. Und da der halt in Nude ist und nicht in Weiß, ist es halt nicht so künstlich, sondern sehr natürlich. Das sieht jetzt sehr merkwürdig aus, weil ich noch keine Mascara drauf habe, aber ich finde es voll gut. Ach, den Eyeliner, den skippen wir jetzt einfach mal. Kommen wir zur Mascara. Nabla hat diese wunderschöne Mascara rausgebracht und da muss man vorsichtig mit umgehen. Die habe ich auch schon ausprobiert und die fühlt sich extrem wertig an. Das ist Wahnsinn, die sieht richtig schön aus mit diesem Puma, der diese Swarovskis Kristallaugen hat. Die ganze Mascara an sich fühlt sich extrem schwer an. Sehr spektakulär und eigentlich reicht da eine Schicht von aus. Das Bürstchen ist winzig klein, das ist ein Gummibürstchen, was so Häkchen hat. Das wird auf der Verpackung als Krallen oder als Claws, als doch, das ist eine Kralle, ne, beschrieben, was jede einzelne Wimper packen soll und das tut es auch. Und die legen wir jetzt mal an, auf, drüber, dran, ich weiß nicht. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Also man braucht bei der Mascara eigentlich keine drei Schichten, ne? Und die macht richtig, richtig heftige Wimpern. Man muss ein bisschen aufpassen, bei dem Auge ist es mir nämlich passiert. Die macht schon so ein bisschen Fliegenbeine, aber das, was sie macht, und ich habe vorher keine Wimpernzange jetzt hier verwendet, die macht halt wirklich Schwung. Du brauchst keine Wimpernzange, du hast halt super schnell richtig viel Produkt auf den Wimpern und kannst das schön, ne, also in die Länge, ins Volumen, in die Wahnsinnsgeschichte einbringen. Das Einzige, was bei dieser Mascara nicht der Fall ist, ist Definition. Ich muss aber sagen, dass ich sonst immer gesagt habe, das ist mir zu wenig, meine Wimpern sehen nicht voll genug aus und aua. Und das macht die Mascara jetzt tatsächlich ganz genau, ne? Also sie macht halt wirklich diesen Schwung rein, sie macht das Volumen rein, sie fächert die Wimpern auf und sie lässt die Wimpern voller, dicker aussehen. Und das ist eigentlich genau das, was ich bei einer Mascara ja immer haben möchte. Also von daher für mich eine richtig geile Geschichte. Es ist leer. Ich habe mein Ziel erreicht. Aber wir kommen jetzt noch zu den Lippenprodukten. Und da habe ich tatsächlich auch einen Lip Liner von Nabla. Das ist der Close-Up Lip Shaper in der Farbe Nude 1. Nude ist ein dehnbarer Begriff, würde ich mal so sagen, ne? Aber das ist tatsächlich ein richtiges Nude und es gefällt mir gut und es passt extrem gut zum Look. Yay! Ja, jetzt kommen wir aber noch mit einem Lippenstift an. Gehen da noch mit drüber und zwar von Love. Der ist nicht ganz so Nude, der ist eher Mauve und zwar Maura's Mauve. Maura's Blush Mauve, um ehrlich zu sein. Hatte ich, glaube ich, im Love Adventskalender oder so mit drin. Ja, und der ist der Lippe Fair, einfach Lippe Fair 522. Und ja, der ist doch etwas rötlicher, aber der kommt jetzt auch nochmal on top. Ich weiß nicht, ob mir das mit der rein nudigen Lippe besser gefallen hat oder jetzt mit diesem Mauve, weil das finde ich jetzt auch nochmal ein bisschen frischer. Und ich mag, dass ich jetzt so einen sehr, sehr frischen, frühlingshaften Look fast schon habe. Ah,
soll ja auch refreshen, ne? Ich muss gestehen, dass ich ein bisschen Angst hatte, als ich heute Morgen mich hingesetzt habe und überlegt habe, was ich halt machen möchte, was ich auf mein Gesicht geben möchte, weil meine Haut so furchtbar trocken aussah. Und ich bin sehr, sehr froh, wie das Ganze sich entwickelt hat und dass ich doch einen so frischen Look jetzt habe. Also ich fühle mich gut. Ich werde jetzt noch ein paar Videos drehen, ein paar Unboxings. Also ich habe hier ein paar Boxen stehen und doch. Also das ist ein toller Look. Die Palette wird jetzt auch in meine Daily Routine mit einfließen, dass ich die auch jeden Tag jetzt einfach im Homeoffice so verwende, weil es doch so schnell geht und du hast halt eine Palette in der Hand und kannst da alles mitmachen. Das finde ich echt cool, ne? Also das hat mir echt gut gefallen. Und das ist jetzt der fertige Look, mit dem ich mich, wie gesagt, sehr wohl fühle. Und wie gesagt, ich sage sehr viel, sehr oft, ne? Schaut gerne in die Infobox, da sind auch nochmal die ganzen Produkte verlinkt, die ich verwendet habe. Claudies Welt 15 ist der 15% Rabattcode für Purish. Und ja, ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies aus diesem Jahr. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!